Ni hao, willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder, heute mit Seras. Servus. Und heute fahren wir die Inferno-Kanone, die so lang ist, dass wenn ich das Fahrzeug seitlich betrachte, dass sie nicht mal komplett im Bild ist. Was sehr witzig ist. Ja, was haben wir hier? Wir haben eine PLZ-Wanne, also eine chinesische Panzerhaubitzenwanne mit einer 130mm Kanone, ähnlich der des IS-7. Einem 50 Cal und ganz gut Munition auf der APC-BC, ganz genau, ganz gut Sprengkraft auf der APC-BC. Warum kann die das nicht einfach APHE nennen, wie der andere Mensch auch? Und ja, über 300 Pen. Geradeaus ist das Ding sogar relativ mobil, wie wir gerade merken. Es ist unsere erste Runde damit. Das ist quasi jetzt die Jungfernfahrt. Also wir haben uns jetzt nicht eingespielt. Wir gehen jetzt rein und zeigen euch, wie das Ding für uns ist. Wir haben volles Abtier. Wir haben ein kleines Kackdeck gebaut, weil 7.3 ist bei den Chinesen komplett leer. 6.7 ist das nächste Mal mitnehmen kann. 7.7 konnte ich nicht machen, weil der Herr Gute, Herr Seras, keine 7.7er aktuell bei den Chinesen hat. Tut mir leid. Und ja, deswegen fahren wir jetzt mal. Ich schau mal, was so geht. Also, Fulda ist jetzt auch nicht die Map, die ich sehen wollte, da bin ich ganz ehrlich. Die stabilisierten 8-7er möchte ich auch nicht treffen. Da steht ein Turm ums Eck bei mir. Also, die Kanone ist ähnlich wie die, also vom Durchschlag und Killwirkung wie die vom IS-7. Da steht ein Turm ums Heck, Eck. Ums Heck, weg, weg. Hier steht auch was bei mir. Also bei dem. Okay. Wenn das reinfährt, kann ich es beschießen. Ja, ich will auch, dass es reinfährt, damit ich meine Kanone testen kann. Das ist halt kein Fahrzeug, mit dem man straight auf den Gegner zufahren sollte. Nee. Au, der Turm ist hinter mir. Er steht hier. Okay. Er ist einfach rumgefahren. Wow. Also unser Team ist halt auch wieder, ne? Das Wieso schon guckt ziemlich keiner nach links? Das sind schon ziemlich unfaire Mittel, die der einsetzt, mit dem einfach rumfahren und so. Ja, aber Alter, der hat gerade drei Leute gelünscht und keiner guckt nach links. Willst du mich veräppeln? Ja. Das liegt bestimmt daran, dass er in einem Top-Clan ist. Das, kennst du, dass alle abgelenkt waren? Das kann natürlich immer sein, sowas, okay. Ja. Ich habe gerade wieder für den Versuch gelitten, dass ich auf Blaue vertraue. Das reimt sich sogar. Ihr seht sogar, die Nachladezeit ist auch nicht die schönste, die man haben kann. Es geht aber. Also vor allen Dingen mit einer guten Autoloader. Autoloader wäre schon geil, aber naja. Ja. Man kann nicht alles haben. Wir haben zumindest schon mal einen T-54, der hat direkt mal gespürt, wie das Ding reinzieht. Jetzt höre ich Dinge, die um mich herum fahren, anstatt vor mir lang, das ist... Also, dich holt jetzt wahrscheinlich gleich der... Ich glaube, der ist weggefahren, der ist nämlich noch nicht nach Ziel. Nein, der steht jetzt vor mir und holt mich zum zweiten Mal. Alter, das gibt's halt nicht, ne? Der steht jetzt vor unserem Spawn. Dann wissen wir ja, was sein Plan ist eigentlich. Also das waren jetzt zweimal von mir, die ich mit diesem Ding gefahren bin, und beide Male bin ich direkt hops gegangen. Ah, an irgendwas bin ich gerade abgeprallt mit der dicken Kanone, das ist irgendwie nicht so geil. Jetzt ist meine Kanone raus, das ist auch nicht so geil. Zeig mal, woran ich abgeprallt bin. Ist das ich glaube, das ist ein britischer Heavy, na gut, da kann ich es verstehen. Du lebst noch, ich dachte, du bist gestorben. Das ist ein Conqueror, glaube ich, oder so. Jetzt kommt ein BTR und finisht mich. Haha, Killstealer. Aber du bist doch Chinese und kein Finne. Nee, ich glaube, der Conqueror, der hätte den Kill verdient gehabt. Ich glaube, ich würde dieses Ding um Längen lieber haben, wenn es ein Deck hätte. Ja, klar, das Problem ist halt, es hat kein Deck. Es gibt genau, ja das, kein das größte einzigen Problem dieses Fahrzeugs. 7-3. Nee. 7-7? Oder 6-7? Es gab 7-3er, die wurden alle hochgesetzt. Ich scout jetzt für dich. Genau, mach mal meinen Aufklärer. Ja, ich versuch's, wenn er nicht wieder in Turm 3 kommt. Das ist eine Flagge, gut, von der Flagge habe ich auch Angst, aber... Alter, ich raff diese Top-Clan-Leute nicht. Er ist schon wieder raus. Er ist gestorben beim ersten Panzer und ist raus. Naja, er hat halt 7 Kills gemacht. Kann jetzt sagen, guck mal, meine KD und... Ja. Damit darf er dann... Oh, rechts von dir. Direkt vor dir. Kacke. Oh, ich konnte schießen. Mango. Okay, der Leopard seitlich ist also nicht sicher Kills. Bei dieser Kanone.
Ich klaue keine Kills, hab dir das Leben gerettet. Ich höre etwas in die Richtung. Ich repariere dich, damit du vorfahren kannst. Dankeschön. Ich komm da bestimmt nicht hoch, du musst mich schieben. Genau, ich schieb dich auch über den Hügel, kein Problem. Hauptsache, du bist der Erste da oben. Ja, da stand sogar okay, was. Okay, da war was, ja. Ich glaube, die Bombe hat mir gerade den Arsch gerettet. Ich wollte gerade sagen, Richtung Eingang sehe ich nichts. Wo kam das denn jetzt? Scoutet. Ah, okay. Sehe ich's. Nein. Crit Gunner ist ein 906. Okay, nee, ich sehe ihn hinter dem Hügel nicht. Der kriegt jetzt erstmal Arti von mir auf Köpfchen. Ich bin Arti. Na, ich weiß nicht, ob ich dich noch als Arti bezeichnen würde. Nee, ich bin mit der Kanone. Mit der Kanone bist du eher ein Panzerzerstörer, Feldgeschütz, ja, wie auch immer. Ja, definitiv. Da ist noch was. Ja, da ist der Conqueror. Kannst dich rächen. Was war das denn? Frage ist, wenn der orange Rauch nicht wäre, könnte ich ihn wahrscheinlich auch sehen. Was? Wurde da gerade ein Flugzeug auf mich geschmissen? Ja, ich glaube, da hat jemand ein Flugzeug. Ah, der Wort. Das Flugzeug ist aber nicht freiwillig auf dich geschmissen worden. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Das war gerade der Schwanz eines Flugzeugs, der über mich rübergeflogen ist. Mensch, was eine lustige Ausdrucksweise. Also aus der Defensive heraus, wenn man eine Position hat, kann man mit der Kanone definitiv wirken. Die Kanone ist mega gut. Ich mag nur den Aufbau. Also. Ach, den Aufbau finde ich auch nicht so schlimm. Also der ist ja mobil und alles. Das Problem ist halt wirklich nur das Deck. Das ist ja gerade unser Vorteil, wir müssen ja nicht erst durch den Stockgrind durch. Also können wir allerdings zeigen, hey, wenn ihr euch mal da durchgesuffert habt, dann ist das Ding auch mobil. Weil jetzt schon hier meine, gut, ein bisschen bergab, aber schon hier meine 55, das geht schon. Ich finde, in der Third Person könnte die Kamera ein bisschen weiter hinten sein, weil das doch ein sehr massiver Aufbau ist. Es ist eigentlich schlimm, dass ich den Turm von dem Ding wahnsinnig hässlich finde. Nö. Der sieht einfach proportional komisch aus. Nö, die seltensten dieser Fahrzeuge sehen gut aus, finde ich. Also wirklich ästhetisch oder so. Das ist. Die sollen ja auch funktionieren, nicht gut aussehen. Es ist ja hier kein schöner Wettbewerb. Es ist eigentlich, wer haut erster und härter zu Wettbewerb. Und mit der Kanone haut man schon hart zu. Ja. Es sei denn, es ist ein britischer Heavy. Der sagt dann, haha. Oh nein. Ach, es hat die Meteor mich geholt. Ich hab's versucht, sie abzuschießen, aber die Fongkong ist nicht unbedingt adäquat gegen eine Meteor. Ja. Leider habe ich auf 6-7 bei den. Da gibt's bei auf 6-7 bei den. Chinesen jetzt kein wirklich gutes Flugzeug. Nee, ich habe auch die Premium Key dabei, weil ich nichts wirklich gut anderes dabei habe. Die P47 dabei. Alter, wäre es dann wieder 7-7, wäre halt dann wieder die F84. Aber. Okay, die haben sich gegenseitig rausgenommen. Ist halt etwas eng. Die Bäume auf dieser Map, die rennen dann auch wieder sehr spät. Ja. Sache, meine Renderdistanz ist auch weit eingestellt, aber nö, das Spiel so. Weit ist 15 Meter. Ich will gar nicht wissen, wann die rendern, wenn es auf niedrig ist. Dann bin ich wahrscheinlich über die Bäume weggeflogen, wenn dann rendern die erst. Nein, die rendern einfach gar nicht. Die rendern ja rendern im Replay. Die sind so Minecraft-Blöcke dann oder so. So wie die Crews manchmal, kennst du das? Ja, War Thunder kann echt schön aussehen. Aber War Thunder kann auch echt scheiße aussehen, wenn man es drauf anlegt. Ja, man kann es. Hier ist eine kleine, schnelle britische Flak. Wo? Okay. Ja, man muss halt leider sagen, dass die Engine nicht die beste ist. Guck mal, wie ich die bekomme mit den Bomben. War nur ein Hit. Ich glaube, es hackt. Nur ein Hit. Also, man muss ihn anrechnen, benutzen ihre eigene Engine, aber trotzdem, sie ist halt
sehr outdated schon. Wie gesagt, die Engine kann sehr schön. Sie kann. Aber sie kann auch Ressourcen fressen, wie blöd. Ja, sie. Also performant ist sie nicht. Nee, das stimmt. Aber ja, die sollten halt irgendwann nochmal davon weggehen, dass das Spiel auf jeder Kartoffel laufen muss. Ja. Also schon irgendwann mal ein bisschen. Nicht von heute auf morgen, aber so früher oder später. Muss man das nicht mehr auf einer GeForce 4050 spielen oder so. Falls das noch geht. Falls es jemals eine 4050 gab. Ich glaube 4060 war das niedrigste. Ja. Wo will ich denn hin? Ich glaube, ich fahre auf die Wasserseite. Ich wollte gerade sagen, mit der geraden. Da wo Hügel sind. Ja, da wo Hügel sind, sehe ich mich so gar nicht. Nee. Alter, als ob ich damit eine Smoke-Granate mitnehmen würde. Wie doof, oder was? Ja, ich lade 15 Sekunden nach, um einmal smoken zu können. Das müsste aber eine ziemlich fette Smoke-Granate dann sein. Bestimmt eine ganze Menge raus. An Rauch. Du hast zwar die Vehicles, ich habe die schöne Tarnung. Ja, für das Ding habe ich mir jetzt keine Tarnung gekauft, sonst werde ich das nicht fahren. Aber auch die Chinesen haben sehr schöne Tarnung. Das stimmt, aber Tarnung kriegen bei mir nur Fahrzeuge, die in ein stehendes Deck kommen. Das tut dieses Fahrzeug nicht. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht würde ich Spaß mit diesem Ding im 8-3er, 8-7er Deck haben. So als Last Resort. Dann nehme ich es nicht mehr mit. Dann nehme ich es nicht mehr mit. Da habe ich keinen Platz für. Die Decks sind zu groß. Und ich habe ich habe alle 10 Slots bei China. Ich wollte gerade sagen, die Chinesen haben halt echt übertrieben große Decks. Also in dem Bereich sind die halt sehr breit aufgestellt. Ich glaube, der Turm würde mir besser gefallen, wenn er hinten nicht diese Schräge nach unten hätte. Du meinst, wenn halt komplett eine Box wäre? Ja, ja. Ach nö, das ist, finde ich, gar nicht mal schlimm. Die Wanne sieht halt auch super derpy aus von der Seite. Mit den flachen Ketten. Ja, die Wanne ist ja das gleiche wie auf dem kleineren von denen. Schon, aber ich habe das Gefühl, bei dem kleineren von beiden ist nicht so viel Gewicht drauf. Ja, das stimmt. Deswegen ja, ist die Kette nicht so gesquischt. Das macht Sinn. Ah, unser Prada ist davor gefahren und killt davor schon, wo wir Leute killen wollten. No. Wobei, ich bin nicht unglücklich, dass der Skorpion weg ist. Ich schon. Alter. Also du kannst mir erzählen, was du willst, aber die Prada dürfte eigentlich viel höher setzen. Also die müsste die so eine gute KD haben bei den meisten Leuten. Ja, nee, die können sie nicht höher setzen, das geht nicht. Ist ja gut. Nicht die Prada. Nee, sorry. Nicht die Prada. Stimmt, was bilde ich mir ein? Gut, willst du hier abdecken, dann guck ich nach vorne. Ja, ich denke, falls der Prada was durchlässt. Ja, auch wieder wahr. Falls. Obwohl, da hinten sind auch Leute von uns. Ne, ich glaube, das ist eine sehr langweilige Position gerade. Auf der Straße hinten da, wo Pulitz da mal lang fährt, da sind auch gerade Leute am Vorstoßen. Okay. Alter, sorry, aber dieses Ding dann ist. Dann überlebt ja auch noch so viel, ne? Ja, der hat gerade vom M42 einfach die Granaten ins Gesicht gekriegt, das hat ihn nicht interessiert. Ja. Aber jetzt spiele ich das Ding wieder. Offensiver, als ich es eigentlich wollte. Mal sehen, wann ich es. Boah, jetzt ist der Reden. Er wieder auch gestorben. Ich wollte gerade sagen, wann ich es bereue, aber. Ja. Ein paar Meter kann ich wohl noch fahren. Alter. Da hinten steht ein Tiger, den ich die ganze Zeit schon behake, aber der stirbt einfach nicht. Okay. Gut, so einen Jumbo, den kann ich dann auch frontal nehmen, das ist kein Problem. Ach, es macht Spaß, ihr muss einfach frontal wegzubolzen. Das verdienen die einfach.
Oh, ich habe hier nur einen Kraftstofftank bei denen. Medium da vorne. Ist in den Wäldern da drin. Und der ist raus. Er ist weg. Er ist tot. Er kommt nicht mehr wieder. Okay, Mr. Prada, Sir, geht jetzt spawncampen. Ach verdammt, ich habe keine Art, sonst hätte ich ihm jetzt was vom Kopf geschmissen. Nee, und scouten kannst du übrigens auch nicht, ne? Nur so als Info. Ja. Ich bin mal so mutig. Kann der eigentlich den Turm komplett drehen? Keine Ahnung, hab ich noch nicht ausprobiert. Sieht so aus. Zur Seite hatte ich bisher noch keine Einschränkungen. Oh, das ist ein Flugzeug. Eine Rom. Und. Alter. Sie ist weg. Also, und du kannst mir nicht erzählen, dass dieses Ding gebalanced ist. Die Ho schießt zuerst auf der Prada, was like. Nope. How dare you challenge me? Könnten die da hinten mal aufhören zu sterben, wenn wir da jetzt gerade hinfahren? Ich würde gerne noch auf mehr Leute schießen, weil das macht schon Spaß. Ja. Oh, jetzt wurde auf mich geschossen, zwar von rechts. Ich habe Commander Gunner Lauder, steht hier. Okay, ja, ich muss gerade meinen Platz vorne wechseln, der Schützenplatz. Well. Oh Gott, ein Vulkan. Ich sehe sie nicht. Ist okay, ist raus. Wo bleiben sie denn? Warum trauen sie sich denn nicht raus? Was ist denn da los mit denen? Warum sind denn die jetzt so? Lebt die Prada noch? Ja. Das weißt du? Ah. Jetzt nicht mehr. Oh, guck mal, durch was er jetzt gestorben ist. Jetzt hat's ihn doch am Ende erwischt. The amount of disrespect. Ich sehe keinen Commander mehr, das heißt, ich habe auch keinen Commander im Game mehr. Eigentlich hätte ich gerne meinen, hätte ich aber gerne meinen 50 Köln, noch, wenn ich ehrlich bin. Besser eins zu haben, als eins zu brauchen. Irgendwelche Ziele, die weggebombt gehören? Etwas überhaupt vom Wesen, ein Heavy Guard angezeigt. Okay, jetzt nicht mehr. Alter. Druckersoftware pinkt einfach über War Thunder. Hey, möchtest du jetzt installieren? Nein, ich habe keinen Drucker. Alter! Und HP Smart was like, fuck you. Siehe, sie sind gerade irgendwas am machen. Wie wär's, wenn sie jetzt Zuckersoftware haben? Ich hab keinen Drucker an diesem Rechner. Was will denn HP von mir, ey? Ah. Spionieren. Spionieren. Spionieren, das will HP. Oh, die haben ein Flugzeug. Sagt mir doch mal jemand was. Ja. Au. Hab's nicht drauf geachtet.
Nein, da kriege ich nicht mal den Kill. Der STA, den bekommen, okay. Du bist jetzt mal langsam da mit dem Captain. Mir wird kalt. Schießen die dann? Okay. Die schießen einfach nur so. Die haben Spaß am Schießen, deswegen schießen sie. Kann ich verstehen, das macht mir auch manchmal Spaß. Hm. Jetzt bin ich an dem Heavy da abgepeilt von den Amis. Ich wollte gerade fragen, ob du schon mal eine Waffe abgefeuert hast, aber klar, musst du ja. Ja, so als Ex. Ja, als Ex-Soldat habe ich das schon mal getan. Ein paar Mal verschiedene. Ich einmal so ein bisschen durch die NATO-Waffenarsenal gequält. Ja, schießen macht Spaß, ne? Ja, es war immer ganz witzig. Aber was auch witzig ist, ist die Kanone dieser. Die Inferno-Kanone. Die ist ganz witzig, ja. Das Wort habe ich gesucht. Die Kanone das ist halt das einzige Selling Point in diesem Ding. Oh, ich finde auch die Mobilität wirklich gut. Also für das, was es ist. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, ihr seht es hier unten, ist das Deck. Es ist halt nicht vorhanden. Ihr könnt es natürlich auf 7-7 spielen, was ich wahrscheinlich, wenn ich das Ding eher nochmal spielen würde, auch machen würde. Dann habt ihr nämlich das ZTS, ihr habt den M48. Damit seht ihr schon mal ein bisschen besser da. Ihr habt die F-84 als Flugzeug, wenn ihr sie denn habt. Und auch, ihr habt die Kanone, sollte egal sein, ob ihr jetzt maximal auf 8-3 oder 8-7er trefft. Vor allem, weil ja in dem Bereich die Fahrzeuge wieder ein bisschen leichter werden. Habt ihr euch das Fahrzeug denn überhaupt geholt? Das wäre jetzt mal überhaupt die Frage. Spielt ihr es? Was sind eure bisherigen Eindrücke davon? Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns dabei zuzusehen, das Fahrzeug auszuprobieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao, ciao.